Ja, Leute, heute habe ich einen Special Guest am Start. Und zwar interviewe ich Unge, aber er weiß es nicht. Viel Spaß euch. Und somit, ja, Leute, was geht ab? Kurz bevor ihr eingeschaltet habt, wie ihr gerade schon gehört habt, heute interviewe ich Unge, ja, wirklich der echte Simon Unge. Und, ja, es gibt nur einen Haken. Er weiß es nicht. Genau, ich glaube, wir haben auch Unge schon in der Leitung. Hallo, Unge? Was ist das jetzt? Hops genommen, hops. Ja, können wir vielleicht einfach starten? Also machen wir jetzt das Interview, Unge? Hä? Kann man nicht mehr helfen. Aber wie findest du es eigentlich, dass ich mit dir ein Interview mache, Unge? Kann ich gar nicht verarbeiten. Okay. Aber zuerst mal eine persönliche Frage. Damals, auf welche Schule gingst du denn eigentlich? Sonderschule. Wieso das? So viel Zahlen. Ah, oh ja. Mathe ist jetzt auch nicht so mein bestes Fach, ne? Also so 6. Klasse war das schwierig, ne? Ihr kennt es. Ja. Oh. Naja, wobei. Aktuell läuft's halbwegs gut. Oh nein. Ich, Unge. Ich glaube, wir sind nicht auf dem gleichen Niveau, ne? Das ist traurig. Wieso? Also die Sache ist die. Ja, naja, gut, egal. Aber gut, wie findest du es eigentlich zu streamen so? Also auf Dauer fuck mich das auch einfach nur ab. Okay, seltsam, aber wie wäre es, wenn du dann einfach Social Media löscht? Das kann man fast gar nichts, also kann man ja fast gar nichts gegen machen, ne? Echt? Ja, und womit würdest du dann Geld verdienen, Unge? Unge ist Home Gym. Du hast ein Gym? Okay, und was machst du dann im Gym? Am Fernseher. Also, da hast du etwas, was du wolltest. Alles geschafft. Richtig, also das Gym ist einfach nur da, damit man flexen kann und du hängst nur am Fernseher. Wie immer. Ja, so also Business, Leute. Ja. Traurig. Quinch. Nein, traurig. Quinch. Traurig. Quinch. Traurig. Quinch. Traurig. Quinch. Traurig. Jetzt kommt eine Frage. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie heißt eigentlich dein Monster? Jonas. Jonas? Jonas. Quinch. Quinch. Okay, und was machst du eigentlich so in deiner Freizeit neben im Gym Fernsehen gucken? Kurz die Mutti klären. Was? Wenn das Zeug zum falschen Zeitpunkt anfängt zu wirken. Das schneide ich nicht raus. Das hat er extra gemacht. Oh mein Gott, er hat es extra gemacht. Das war ein Prank. Haha. Und wenn du jetzt nicht ungewehrt, sondern ein anderer Zuschauer und ich würde die Szene drin lassen, was würdest du dir dann denken? Ich hätte ihn gar nicht erkannt. Klar, ne? Oh nein. Ja. Ja, okay. Wo lebst du eigentlich so? Wo wohnst du? Wie wohnst du? Parkplatz von so einem Einkaufsladen. Okay. Gut, andere Sache. Ich glaube, das geht jetzt hier ein bisschen mehr so zu sehr ins Detail. Aber hast du eigentlich so Tipps für Streamen? Immer was Dummes zum Anfang, immer. Fortnite Battle Pass. I just shit. Ist ein netter Kerl. Sagen nicht alle. Was? Ja, die sagen dann eher so, Julian. Mal auch interessant. Ja. Und was machst du eigentlich morgen so? Hast du irgendwas geplant? Schon, rasier ich mir eine Glatze. Interessant. Also, komische Sachen, die der Unge was macht. Aber stell dir mal vor, ich hätte eine Glatze. Das stelle ich mir auch sehr schlimm vor. Ich gehe lieber. Ein paar Sekunden später. Okay, machen wir am besten einen Neustart, okay?
Ich bin der Julian. Julian Bam? Okay, wir machen einen Neustart. Alles gut bei dir? Aber wie alt schätzt du mich eigentlich so? 26. Richtig, und was bin ich? Influencer. Genau, und was will ich, was du jetzt sagst? Ich kaufe mir den Merch. Stimmt, könnt ihr alle eigentlich mal machen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt ihr einfach mal mein Merch abchecken. Aber, also zu den Links kommt ihr in der Videobeschreibung. Aber nee, Unge, nee, das meine ich nicht. Sag lieber, abonniert June allein zu Hause. Ich verstehe gar nicht, wie man so eine Entscheidung treffen kann. Okay, dann sag ich aber auch nicht, dass sie dich abonnieren sollen, ne? Einfach nur enttäuschend. Ja, okay, gut. Aber ne, abonniert ihn nicht. Digga, wenn du Eier hast. Okay, dann abonniert ihn und mich. Aber? Nö, abonniert mich auf Ehre. Ciao. Tschüss. Ja, Leute, das war das skurrile Interview mit Unge. Unge, wenn du das siehst, ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden. Aber wenn ihr bei meinem Bruder vorbeischauen könntet, er hat nämlich einen Zaubertrick Unge vorgeführt. Er hat für Unge gezaubert. Dann checkt auf jeden Fall auch mal das Video ab. Das ist auf jeden Fall auch gut geworden und genau, ja, wenn ihr auch das Video sehen wollt, wo ich mal einen guten Kollegen von mir interviewt habe, ohne dass er es weiß, dann checkt das Video hier genau ab und ja, liken, kommentieren, abonnieren, folgt mir überall, auf Insta überall und dann ciao.